Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr könnt gerne den Kanal abonnieren und ein Like da lassen. Natürlich auch gerne einen Kommentar. Ich zeige euch nämlich heute, welche App ich benutze. Das ist nämlich diese hier. Diese hier, Debut Videoaufnahme Pro. Da habe ich einfach mal an irgendeinem Tag das Fenster eröffnet. Hier unten. Firefox. Vielleicht wundert bei mir, dauert es ganz schön. Okay, das zeige ich euch nachher. Wie gesagt, so sieht das Programm hier aus. Ich mache das mal für euch ein bisschen größer. So sieht es an sich erstmal aus. Ich zeige euch mal, was ich vorher benutzt habe. Das war hier das OPS Studio. Ziehe ich mal ganz kurz hier hin. Dann muss ich mal ganz kurz das hier schließen. Tab schließen. Dankeschön. Das ist, wenn ich es finde, das da. Das hier vorne. OPS Studio. Leider war die Aufnahmequalität so nicht gut. Oh, was hier unten ist. Oh, Hilfe. Warte ganz kurz. So, da bin ich wieder. So, wie gesagt, die Qualität war nicht so pralle. Ich öffne das mal ganz kurz wieder. So. Dann kann ich zum Beispiel jetzt hier auf Aufnahme klicken. Habe ich hier alle meine Aufnahmen. Wie gesagt, es sind jetzt hier nur dementsprechend 3, die ich zumindest hochgeladen habe. Die anderen waren nur zum Test da. Jo. Dann gibt es hier noch Effekte. Kann ich zum Beispiel jetzt den Gamma hier hoch machen. Hier, Gamma. So, und dann sieht das bei euch halt anders aus. Dementsprechend kannst du auch zurücksetzen. Ja. Hier kann ich dann hier vertikal und tilt machen. Ja. Webcam kann man hier auch aktivieren. Müsste aber das da ganz gut ausmachen. Ja. Gibt es also sehr viel. Jetzt kommen wir dazu, wie ich das gefunden habe. Ihr müsst einfach nur Firefox öffnen. Übrigens das blinkt hier unten auch. Also damit man sieht, dass das offen ist. Dann einfach hier unten den Namen eingehen. Der Name heißt, wie gesagt, Debut von INCH. Debut NCH reicht aus. Also Debut NCH. Dann habt ihr es ja schon. Könnt ihr Debut hier drauf gehen. Alter, wenn ich es schaffe, mache ich so ein Debut. Gott, dann hier unten hin. Dann klickt ihr hier auf Herunterladen. Das habe ich jetzt heruntergeladen, deswegen geht das nicht. Ja, hier. Herunterladen hier unten. Aber ganz ehrlich, hier. Aber ganz ehrlich, ich würde hier oben unten aufgehen, weil hier habe ich es auch drauf gegangen. Ich weiß nicht, was da passiert. Keine Ahnung. Oder ist das gleich? Ich weiß das nicht. So, kommen wir mal ganz kurz zu dem. Nochmal zurück. Dann könnt ihr hier zum Beispiel auch noch Optionen hier: Mauseinstellung, Bild, Strategie am Start. Geräte könnt ihr noch anstecken, falls ihr jetzt wirklich ein richtiger YouTuber seid und hier oben so eine Facecam haben wollt. Hab zwar eine, mache ich aber nicht. Das wisst ihr. Könnt ihr hier unten, wo meine Maus jetzt ist, das noch einstellen, wo das hin sein soll. Ja, finde ich nicht so geil, aber für so ein Video, das man dreht, kann man schon mal gebrauchen. Dann könnt ihr hier noch einen Text einfügen. Zum Beispiel sorry. Müsste es irgendwo hier erscheinen. Ich weiß nicht. So. Muss ich mir nachher mal angucken. Dann könnt ihr hier noch. Heutzutage habe ich ja schon gezeigt. Kameraüberladung, dann wird es hier irgendwie überlagert. Webcam erklärt, Netzwerk, Produktplatte, Video, Pad,
Ich hier mal draufklicke. Abbrechen. Aber wie gesagt, ich habe da auch mal beim ersten Video schon so ein Virus-Dingens mal gucken lassen, ob das irgendwo Virus drin ist. Ist es nicht. Das habe ich auch nicht nur einmal gemacht, das habe ich öfters mal gemacht. Wie gesagt, ich wollte euch nur mal zeigen, das Video geht jetzt auch schon 5 Minuten 28. Ich wollte euch, wie gesagt, nur mal zeigen, was ich jetzt für eine App benutze. Davor habe ich, wie gesagt, dieses OPS-Studio da verfasst. Das hat, wenn ihr es downloadet, warte, vielleicht sehe ich es hier gerade, 64 Qualität oder so heißt es. Keine Ahnung, weiß gerade nicht, wie es heißt. Wie gesagt, Prismen, Apple. Naja. Wie gesagt, die Effekte könnt ihr hier. Warte, hier nochmal so. Also wirklich, wenn es wirklich richtig los wird, könnt ihr das so einstellen. Naja. Ich wollte nur mal gesagt haben, was ich jetzt so benutze. Und ihr könnt euch das gerne mal angucken. Ich muss mal gucken. Wie gesagt, es war bei einem OPS-Stuhl jetzt anders, dass hier nicht Bildschirmaufnahme steht. Warte. Ganz kurz. Zur Demonstration, wenn ich es finde. Das sah denn hier so aus. So sah es dann aus. Abbrechen. Und dann konntet ihr das her halt einstellen. Alter. Das sieht creepy aus. Ui. Wie gesagt, dann müsst ihr einfach nur auf Firefox. Ja, naja, top. Könnt ihr auch gerne finden. OPS Studio. Gebt ihr hier ein. Dann hier herunterladen. Klicken. Hier ist auch ein Bild immer noch. Installieren und herunterfahren. Dann kommt irgendwie so ein. Das kann ich jetzt nicht machen. Kommt auf jeden Fall so. Wie soll ich sagen? Müsst ihr halt so diese Datei speichern und dann könnt ihr das dann das irgendwo hier verkramt in euren scheiß Desktop hier. Oder was ihr auch hier gerade nehmt. Wenn ihr das lang genug nutzt, erscheint auch diese Nachricht. Auslastung FPS 30. Ja, die ganze Zeit zurücksetzen oder noch. Das war knapp. Na gut. Ich wollte es euch wirklich nur mal gesagt haben. Und ich freue mich schon echt auf eure Kommentare. Und damit sage ich wieder ciao, euer YouTuber.